Ja, und diesen sehr ernsten Satz hat diese sehr ernste Band Impuls gesprochen. Und würdet ihr euch kurz mal vorstellen, bitte? Hallo, Magic Mike. Hallo, ich bin der Sebastian. Ich bin der Tobi am Schlagzeug. Markus, Gitarre, hallo. Ja, und ich freue mich sehr, dass ihr in meiner Sendung seid. Ich hatte noch nie vier Männer gleichzeitig im Interview. Die Hände im Korb. Und deswegen habe ich gedacht, natürlich muss ich Bier besorgen. Und während wir uns ein Bier aussuchen, schauen Sie mal, wie die Jungs so klingen. Wenn du weißt, wer du bist, gib mir doch bitte Bescheid. Doch du kannst es mir nicht sagen, dafür fehlt dir wohl die Zeit. Wenn du weißt, wer du bist, sag es mir, ist kein Problem. Doch du kannst es mir nicht sagen, ich kann nicht schon verstehen. Ja, dann mal zum Wohl, Jungs. Ich hab noch nie in meiner Sendung Alkohol getrunken. Aber einmal ist halt immer das erste Mal, ne? Jetzt seid ihr mit dem Auto hierher gefahren. Über was redet ihr? Über Autos nicht. Also wir zumindest nicht. Über Musik. Nachbarauto, wenn sie gelangweilt am Handy sitzen, weil der Stau so lange ist. Ja, sowieso Sachen macht man in einem Auto. Also nur Blödsinn eigentlich, ja. Wir haben es gerade schon gesehen und ihr habt es gesagt, Musik ist aber das, was euch verbindet. Ihr seid ja erfolgreich in dem, was ihr tut. Glaubt ihr, eines der Geheimnisse, warum es funktioniert, ist, weil ihr so gut miteinander harmoniert und weil ihr Freunde seid oder weil ihr einfach gerne zusammen Bier trinkt? Nee, also ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass man Spaß hat bei der Musik, dass das auf der Bühne auch rüberkommt. Das ist wichtig. Und wir sind auch recht unterschiedliche Typen, aber sind trotzdem befreundet. Also wir sehen uns auch außerhalb vom Proberaum mal und trinken auch da Bier. Warum zieht sich dieses Thema Bier jetzt so durch meine Sendung? Man weiß es nicht. Es sollte nur so ein netter, sympathischer Einstieg sein. Jetzt reden wir die ganze Zeit über Bier. Wir quatschen gleich weiter. Ich hoffe, ihr habt alle noch Bier, weil jeder kriegt heute nur eins. Kriegen wir hin. Sehr schön. Und wir geben jetzt ganz kurz ab in meinen ersten Beitrag und sind gleich wieder da. Von wegen oberflächliche Promi-Welt. Bei der Premiere vom Musical Aladdin letzte Woche in Stuttgart sind die Stars über den roten Teppich gelaufen und haben bei mir Halt gemacht, um sich was zu wünschen. Das ist die wahre Wunderlampe. Alles andere, was du bis jetzt gesehen hast. Das ist ja leicht, die kann man überall mitnehmen, ne? Deswegen die wahre Wunderlampe, okay. Du darfst dir jetzt was wünschen. Ich darf mir jetzt was wünschen. Gesundheit. Blöder Spruch, aber dass wir uns alle vertragen. Ist nicht so einfach eigentlich. Ich wünsche mir eigentlich, Gleichberechtigung in allen Belangen auf der Welt und wieder mehr Zufriedenheit unter den Menschen und dass wir halt nicht mehr, dass wir uns mehr unterstützen und immer füreinander da sind. Jetzt darf ich mir was wünschen, dass meine Mutter wieder gesund wird, ganz aktuell. Also mein Sohn macht dieses Jahr Abitur, Alexander, der Große. Das ist natürlich ein großer Schritt und das ist auch sehr, sehr anstrengend. Die ganzen Prüfungen laufen schon für ihn. Und die letzten Prüfungen finden im Juni statt und ich wünsche Alexander viel, viel Kraft und Durchhaltenvermögen und dass er einen ganz tollen Abitur schafft. Wir haben so viel Glück in der Liebe, dass wir das gerne einfach weiterschenken. Das energiegeladene Musical aus Tausend und einer Nacht ist im Stage Apollo Theater in Stuttgart eingezogen. Ab sofort können Sie sich vom Zauber des Orients begeistern lassen. Aber jetzt erst noch mal zurück zu unseren Promis auf den roten Teppich. Da gab es neben den guten Wünschen auch einige lustige Situationen. Wommi, du bist die Erste, auf der ich diese Lampe abstellen kann, fast. Ich fühl mich politisch von dir nicht korrekt behandelt. Unser Zusammentreffen steht in diesen Sekunden unter dem Motto Zwei Dumme, ein Gedanke. Weißt du warum? Zwei Dumme, ein Gedanke? Vielleicht wegen der ollen Lampe. Aber guck mal hier, wie schön gülden die ist. Aber ich habe auch wirklich den ganzen Tag schon geputzt. Also da musst du aber noch mal ran mit dem ollen Lappen. Ich habe drei Wünsche frei. Drei gleich? Jetzt geht's aber los. Also bin ich mal gespannt. Wenn jetzt kein Geist rauskommt, dann muss die Papa mir erfüllen. Was habe ich denn für Wünsche? Also ich bin fast wunschfrei. Kennst du mir mal einen Mann hier? Ach so. Vielleicht. Vielleicht kommt ja der Traummann heute hier mal raus. Also Sie können auch gerne einen Aufruf in diese Kamera machen. Ja, also ne, alle Männer so zwischen 30 und 45, über 1,90 groß am besten. Einfach schreiben Pia Marlow. Und jetzt sind Sie dran. Falls Sie sich auch noch den Traummann wünschen oder irgendwas anderes, haben Sie jetzt die Chance. Kommen Sie ganz nah an den Bildschirm, reiben Sie an der Lampe und jetzt
dürfen Sie sich was wünschen. So, wir sind immer noch am Start mit der Band Impuls. Und Mike, ihr macht Alternative Rock, das ist so richtig. Genau, ne? Ja. Warum? Es hätte ja auch Schlager werden können. Hätte es werden können, tatsächlich. Aber im Alternative Rock finde ich jetzt persönlich das Coole, dass das ein bisschen die Fortbewegung der Grunge-Zeit ist. So die 90er Grunge Nirvana war so ein bisschen so prägend für die Zeit. Das ist ein bisschen die Fortsetzung von dem, also weg von dem Posermäßigen, sondern ehrlich, bodenständig, auch mal gern rotzig. Und so sehen wir uns auch, ja. Ihr seht euch ehrlich, bodenständig und rotzig. Ich glaube, ich oder? Ich finde euch sympathisch, nett und lieb. Also die netten Jungs von nebenan sind wir schon, ja. Klar, ohne Zweifel. Aber wir geben auf der Bühne schon auch richtig Gas. Ja, und in der Probe gestern, oder? Und in der Probe gestern, genau. Ja. Du hast auch gefetzt. Wieso, Tobi, wenn du jetzt hier so von hinten aus den letzten Reihen hier dazwischen grätschst, was heißt in der Probe hat es auch gefetzt? Nein, gestern haben wir jetzt wirklich nur die letzten 3-4 Wochen, glaube ich, eine Pause gehabt. Wir haben es irgendwie nicht geschafft, haben es nicht auf die Reihe gebracht. Haben dann gestern das erste Mal so richtig durchgedreht. Also haben echt eine Stunde, anderthalb unsere Songs gespielt. Ganz normale Probe und danach ist es ein bisschen ausgeartet. Musikalisch. Und ihr habt eure Instrumente auch mitgebracht und ihr spielt schon mal gleich noch für mich was, oder? Für dich auf jeden Fall. Ja, sehr schön. Und für Sie natürlich auch. Jetzt schalten wir ganz kurz weg und sind gleich wieder da. Das ist das schönste Lied der Welt für mich. Es ist sicher auch das schönste Lied der Welt für dich. Das habe ich alles nur getan für dich. In diesem Augenblick. Dankeschön. Macht das Spaß, so unplugged mitten auf dem Stuttgarter Schlossplatz zu singen? Mega, hallo. In Stuttgart, viele Menschen. Ja, mega. Was macht es mit dir, mega, wenn du singst? Weil du kehrst ja deine Seele nach außen. Na, vollkommen richtig, ja. Schön ausgedrückt. Dankeschön. Ja, bitteschön. Ja, absolut. Ist wirklich so. Mhm. Ja, also. Und das Schöne ist, auch bei uns allgemein als Band, uns ist es egal, ob 5 Leute da sitzen oder ob es 5000 Leute sind. Wir haben immer Spaß und wenn die Leute nach und nach immer mehr mitgehen, tanzen, lachen, Freude daran haben, dann ist es innerlich, das ist, ich will es nicht vergleichen, aber... Ich werde es jetzt auch nicht aussprechen. In diesem Moment hast du es verglichen. Aber es ist fast so gut wie Bier trinken, ja. Nein, es ist besser wie Bier trinken, definitiv, keine Frage. Wo? Nein, es macht einfach nur Spaß, ja. Dir irgendein Fanerlebnis, wo ihr mal sagt, wow, also das war wirklich ein Kompliment oder ein Treffen oder irgendwas? Hat irgendeiner von euch was, wo ihr sagt, so, puh, ist mir schon in Erinnerung geblieben? Da gab es viele Momente, muss ich ganz ehrlich sagen, wo die Leute gekommen sind und gesagt haben, Leute, das war super, was ihr gemacht habt, das war genial. Es hat uns so geflasht. Also mehr kann man gar nicht erwarten dann eigentlich, gell? Wo wollt ihr hin mit eurer Musik? Was soll mal später, in 20 Jahren, was wollt ihr euren Enkeln erzählen? Den Traum vom Groß rauskommen hat wahrscheinlich jeder, der in einer Band spielt. Das ist richtig. Wir haben auch schon viel dafür getan. Und wir sind auch bereit, dafür viel weiter zu tun. Von daher haben wir natürlich noch die Hoffnung, dass wir zumindest, wie Sebi gesagt hat, ich glaube, es geht gar nicht dafür, von der Musik zu leben, sondern für die Musik zu leben. Ja. Ja. In diesem Sinne gehen wir nochmal ab in meinen nächsten Beitrag und sind gleich zurück. Komm, wir schrumpfen den Planeten rein und wir lassen ihn im Mond sein. Dann sind die da oben ganz allein, ohne Macht und ohne Sonnenschein. Und wir schauen dann von oben zu, mit Geduld und lassen euch im Ruhe. Ja, ein Popcorn macht uns alles satt, weil es die Größe eines Mondes hat. Hallo, wir sind Fabi und Marie. Hallo. Und wir sitzen gerade im Studio und nehmen unseren Song Wir schrumpfen den Planeten ein auf, mit dem wir uns beim Sing Your City Song Contest in Winnenden bewerben. Servus Hansi. Hey, servus, grüß dich. Hey Fabi. Du, wie neulich besprochen, unser Beitrag. Okay. Hörst du mal an. Und das ist die, wie heißt Marie aus Marie, okay. Bach. Sehr wichtig in Winnenden. Höfenbach, ja. Mensch, klasse. Das ist sie? Ja, genau, das ist die Marie. Ich habe noch ein zweites Bild dazu. Okay. Alles klar.
Minuten ist der frei jetzt. Ja, genau. Und sobald dann der Rest fertig ist, würde ich alles vorbeibringen und dann. Alles klar. Sehen wir weiter. Also, dann mach weiter schön. Gell? Okay, ciao. Tschüss. Ciao. Ich mache mit, weil ich den Contest als eine super Plattform finde, dass sich auch regionale Künstler einmal präsentieren können. Ja, wir haben halt diesen Song Contest gestartet, weil hier in Wienenden es ja die Heimattage gibt. Und wir hatten schon mal so einen Wienender Contest mit Sing Your City Song mit nur Wienender Themen. Jetzt haben wir das ausgeweitet auf Ländle-Themen. Ja, und ich finde es auf jeden Fall klasse, dass die Resonanz so toll ist. Und hat sich auch zum Beispiel die Band Brosso beworben. Die haben schon zweimal mitgemacht, 2008 und 2010. Immer zweiter Platz gemacht. Jetzt sind sie wieder dabei und da sind wir mal gespannt, wie die sich jetzt schlagen. Meine Finanzen stehen mir voll im Niesen. Denn mir hängt heut Schotter, mir hängt Kies. Bei uns ist sauber, wird nicht auf der Straße geschwemmt. Denn dort herrscht der Mann vom Ordnungsamt. So, also hier sind wir jetzt am Kronplatz in Wienenden, hier findet das Spektakel statt. Hier werden ganz viele Menschen sein, hier werden tolle Bands auftreten. Am 4.5. nochmal, 14 Uhr. Und da geht's ab. Und Leute, wenn ihr noch mitmachen wollt, Songs habt zum Thema Ländle, Toleranz, Zusammenleben, dann schickt es noch ein bis 29.04. Wir freuen uns auf euch. Und ach ja, und wenn ihr keinen Song habt und dann zuschauen möchtet, dann kommt da einfach, denn ihr könnt entscheiden, wer gewinnt. Alles klar? Ich freue mich. Hey Jungs, wir sind am Ende. Ich habe mich sehr gefreut, euch alle kennenzulernen. Das hat mega viel Spaß gemacht. Und meine Sendung endet mit zwei Veranstaltungstipps. Und Mike, deinen in die Kamera. Also wer Bock auf richtig geile Mucke hat, am 10.7. Tuttlingen auf dem Hohenberg, Code Line, Alternative Rock Band aus Dublin, können wir empfehlen. Da muss man halt mal ein bisschen aus Stuttgart raus, aber das schadet ja auch nicht ab ja, und zu. Ja, ne? Mal ein bisschen in die Provinz und so. Sehr schön. Und ich habe heute anstatt Veranstaltungstipp was Schönes für Sie, und zwar das Album von den Jungs. Sie dürfen jetzt bitte an diese E-Mail-Adresse schreiben und vielleicht mit ein bisschen Glück, die unterschreiben es natürlich auch noch, gehört Ihnen dieses coole Album. Alles Gute und ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder und bis dahin eine gute Zeit und tschüss.